Ein seltenes Bild. Es soll den Drahtzieher des Angriffs auf Israel zeigen. Mohammed Deif, Chef des militärischen Arms der Hamas und Israels Staatsfeind Nummer 1. Wir, die Kämpfer der Qassam-Brigaden, versichern, dass es keine Verhandlungen geben wird, weder mit Israel noch mit den USA. Er gilt als Architekt des weit verzweigten Tunnelsystems der Hamas und als treibende Kraft der Raketenaufrüstung. Die Hamas, gegründet vor 35 Jahren. Was wissen wir wirklich über die radikal-islamistische Terrororganisation? Wer bewaffnet und finanziert sie? Wir haben ihre führenden Köpfe getroffen, im Libanon und in Katar. Was genau sind die Hilfen Katars? Geld? Waffen? Was passt Ihnen nicht an dem Umstand, dass wir Hilfen aus Katar erhalten? Wenn es denn der Fall wäre, warum würde das den Westen stören? Warum stellen Sie so dumme Fragen? Am 7. Oktober massakrieren die Terroristen Männer, Frauen und Kinder und verbreiten die Horrorbilder noch in ihrer weltweiten Propaganda. Invasion am Boden, übers Wasser, aus der Luft, dazu der Raketenbeschuss. Alles zu exakt der gleichen Zeit. Das ist ein Angriff auf höchstem Niveau. Die Antwort Israels folgt. Anführer der Hamas stehen im Fadenkreuz des israelischen Militärs. Diejenigen, die bereits getötet wurden, habe ich gelb markiert. Und das Ziel Israels ist, dass am Ende dieses Krieges keiner dieser Leute mehr am Leben ist. Jetzt sind es vor allem palästinensische Zivilisten, die den Preis zahlen müssen. Für die Politik einer Terrororganisation, die angeblich im Namen der Palästinenser mordet. Frontal. Hamas. Blut und Waffen. Laura Blaschmann und ihr Mann sind Überlebende. Ihnen fällt es noch immer schwer zu akzeptieren, was sie für ein großes Glück hatten. Sie überlebten, dort, wo ihre Freunde starben. Beide arbeiteten auf dem Musikfestival, das von Terroristen der Hamas überfallen wurde. Gleich zu Beginn des Angriffs fliehen sie in einen Wohnwagen. Wir hatten uns schon 4-5 Stunden versteckt. Da versuchten die Terroristen, die Tür zu öffnen. Mein Mann und ich schauten uns in die Augen und verabschiedeten uns. Er sagte mir, dass er mich liebt. Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe. Und für mich war es da vorbei. Ich hatte mich schon von meinem Leben verabschiedet und von meinem Mann und hoffte einfach nur, dass es schnell gehen würde. Welcher Mensch steht denn morgens auf und entscheidet sich dazu, auf ein Festival zu gehen, dort alle zu töten, Mädchen zu vergewaltigen, Geiseln zu nehmen, Kinder zu ermorden und... Also verantwortlich ist die Hamas. Dies ist das einzige Foto von Laura während der langen Stunden, aufgenommen von einer Freundin. Das hier bin ich, im roten Hemd. Hier liegt noch ein Mädchen und dort sieht man die Hand meines Mannes. Wir waren 7 Personen, 6 Stunden lang, in diesem winzigen Wohnwagen. Draußen, nur wenige Meter vom Wohnwagen entfernt, filmt eine Überwachungskamera die Exekution. Es war 9.23 Uhr, als ich einen Notruf absetzte. Ich sagte, ich höre sie überall um uns herum. Sie waren wirklich direkt um uns herum. Wenn ein Terrorist mit einer Maschinenpistole Allahu Akbar brüllt und Menschen schreien, dann weißt du, dass sie gerade dabei sind, ein Massaker zu begehen. Wenn es auf einmal still wird und du hörst einen einzigen Schuss, dann weißt du, dass sie wieder jemanden ermordet haben. Hier sieht man einen Verletzten. Er bewegt sich noch, er ist am Leben. Ein Terrorist sieht das und kommt, um ihn endgültig zu töten. Das war direkt neben unserem Versteck und passierte genau in dem Moment, als ich meinen Notruf sendete. A
Als endlich israelische Soldaten eintreffen, retten sie Laura, ihren Mann und die anderen aus ihrem Versteck. Beim Verlassen des Wohnwagens zeigt sich ihnen ein Bild des Grauens. Mehr als 260 Tote. Ich habe 7 Jahre in der Armee gedient, habe Krieg hautnah erlebt und weiß, wie sich das anfühlt. Das war kein Krieg, nicht Soldat gegen Soldat. Es waren Terroristen, die junge Menschen auf einem Festival ermorden. Es waren keine Kämpfer, es waren Terroristen, das ist ein riesengroßer Unterschied. Auf das Massaker der Hamas reagiert die israelische Armee mit Angriffen auf Gaza. Eine humanitäre Katastrophe. Die Deutung der militärischen Operation gleicht einer Informationsschlacht. Um den Hergang des Anschlages vom 7. Oktober genau zu rekonstruieren, analysieren wir akribisch unzählige Videos. Oft sind die Bilder, die die Hamas-Terroristen auf ihren Propagandakanälen hochgeladen haben, die einzigen Bildbelege. Am 7. Oktober, im Morgengrauen, stürmen die Terroristen den 6 Meter hohen Zaun, der den Gazastreifen und Israel über eine Länge von 65 Kilometern voneinander trennt. Gegen 6 Uhr morgens bombardieren Drohnen mehrere Kontrolltürme. Innerhalb weniger Minuten wird die Grenze, die als eine der am besten gesicherten der Welt gilt, überwunden. Durch gezielten Beschuss mit Granaten werden Überwachungskameras, Sensoren und Selbstschussanlagen zerstört. Zeitgleich werden um die 2000 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Diese Bilder zeigen, wie Terroristen der Hamas auf motorisierten Gleitschirmen die Grenzanlagen überwinden. Sie werden von dem System des Iron Dome nicht erfasst. Der hochentwickelte israelische Raketenabwehrschirm ist durch den massiven Beschuss überfordert. Während Terroristen aus der Luft angreifen, durchbrechen andere am Boden die Grenzanlagen. An mehreren Stellen. Auch das filmen sie per Bodycam. Hier beginnen sie vorzurücken und den Zaun zu sprengen. Sie benutzen Sprengladungen, die extra dafür angefertigt wurden. Wassim Nasser ist Journalist, spezialisiert auf dschihadistisch-islamistische Gruppen. Die Kämpfer stoßen auf ihren Motorrädern durch. Warum mit Motorrädern? Wenn sie nur 10 Minuten haben, dann können sie sich so viel schneller bewegen. Das ist etwas ganz anderes als mit einem Auto oder einem gepanzerten Fahrzeug. Um 6.30 Uhr sind mehr als 1500 Terroristen der Hamas auf israelischem Gebiet. Ein Blitzangriff, der die ganze Welt überrascht. Auch diesen Mitarbeiter des Geheimdienstes. Er hat 27 Jahre für die innere Sicherheit Israels gearbeitet. Dieser kombinierte Angriff war zeitlich unglaublich gut abgestimmt. Sie müssen es mindestens ein Jahr im Voraus geplant haben, um ein so präzises Timing hinzukriegen. Invasion zu Boden, zu Wasser und aus der Luft. Dazu der Raketenbeschuss. Alles zu exakt der gleichen Zeit. Das ist ein Angriff auf höchstem Niveau. Zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr, also binnen 2 Stunden, infiltrieren die Terroristen 6 Militärbasen. Die Soldaten werden komplett überrascht. Einige schlafen noch. In diesem Video sieht man einen Mann noch in Unterwäsche. Um den Feind zusätzlich zu täuschen, tragen viele Angreifer Uniformen, die der israelischen Uniform ähneln. Die Kleidung ist der israelischen Armee nachempfunden. Sie haben alle möglichen Überraschungseffekte genutzt. An diesem Tag werden fast 300 israelische Soldaten getötet. Eine Gruppe der Terroristen bewegt sich gezielt 5 Kilometer entfernt von der Grenze zu Gaza Richtung Re'im. Dort findet ein Techno-Festival statt. Hier feiern etwa 3500 junge Menschen. Um 7 Uhr morgens bricht die Musik ab.
Die Sicherheitskräfte fordern alle auf, das Gelände unverzüglich zu verlassen. Ich schwöre euch, da sind Leute, die auf uns zurennen. Die Frau in diesem Video versucht, mit dem Auto zu fliehen. Aber die Gegend ist von den Hamas-Terroristen umstellt. Um 7.40 Uhr wird der Fahrer am Steuer dieses Fahrzeugs erschossen. Im Chaos flüchten die Menschen zu Fuß, doch viele schaffen es nicht zu fliehen. Wie diese junge Frau, die auf dem Motorrad verschleppt wird, vor den Augen ihres Freundes, der ebenfalls als Geisel genommen wird. Fast zeitgleich greifen die Terroristen mehrere Kibbuze an. Diese Bilder, von den Angreifern gefilmt, werden später von der israelischen Regierung veröffentlicht, um den Horror zu zeigen, der sich hier ereignet hat. Vier Stunden lang morden die Attentäter in Sufa. Sie gehen von Haus zu Haus, ohne dass die israelische Armee einschreiten kann. Der 7. Oktober war ein Feiertag in Israel. Viele Leute fragen sich, wie es sein konnte, dass die Armee nicht reagiert hat. Sie hätte Soldaten schicken müssen, aber wenn keine Soldaten in der Nähe sind, dann kann sie eben auch keine schicken. Ein Großteil der Soldaten war tatsächlich im Feiertagsurlaub oder im Westjordanland stationiert. Zwei Wochen nach dem Angriff der Hamas fahren wir nach Be'eri, einem der Kibbuze, die überfallen wurden. Dieser Ort ist nun ein Stützpunkt der israelischen Armee. Journalisten sind willkommen. Zwei Armeesprecherinnen begleiten uns. Das ist eines der Autos, mit dem die Terroristen der Hamas eingedrungen sind. Oben sieht man die Vorrichtung für ein Maschinengewehr. Und von solchen Geländewagen hat die Hamas viele? Offensichtlich ja. Sie sind, wie gesagt, mit ein paar Dutzend Autos und Motorrädern gekommen. Das ist das Haus einer Familie, die zum Zeitpunkt des Angriffs mit ihren Kindern zu Hause war. Man kann die Kleidung eines Babys sehen. Sie sind in das Haus gekommen und haben angefangen zu schießen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo sich die Menschen versteckt haben, wo sie verbrannt oder wo sie erschossen wurden. Man sieht, die Bewohner, sie sind mitten aus ihrem Leben gerissen worden. Gaza ist keine 4 Kilometer entfernt. Hier hat am 7. Oktober die Hamas mehr als 100 Einwohner methodisch hingerichtet, 4 Stunden lang. Doreen gehört zu einer Division, deren Aufgabe die Leitung aller Operationen in Grenznähe zu Gaza sowie den Schutz der dortigen Kibbuze umfasst. Auch ihre Basis wurde von den Terroristen der Hamas angegriffen. Wie ist es zu erklären, dass hier oder am Ort des Festivals Zivilisten 5, 6, 7 Stunden ausharren mussten, bevor die Armee einschritt? Sie haben recht, 6 Stunden ist eine lange Reaktionszeit. Aber wie ich schon zu Beginn sagte, wir wurden überrascht. Hätten wir gewusst, hätten wir irgendeine Information gehabt, dass etwas Derartiges an diesem Tag geschehen könnte, hätten wir sicherlich viel mehr Kräfte in der Umgebung stationiert. Auch Luftstreitkräfte, welche sehr viel schneller hätten eingreifen können. Aber wir wussten es nicht und hatten nur ein Minimum an Kräften im Einsatz. Und die Wahrheit ist, das reichte nicht an diesem Tag. Die Armee räumt ihr Versagen ein. Aber was ist mit den Geheimdiensten?
Wie konnten sie nicht gewusst haben, dass eine solche Operation vorbereitet wurde? Diese Propagandavideos der Hamas zeigen, wie ihre Terrorkommandos monatelang trainiert haben. Quasi unter den Augen Israels. In Camps, keine 700 Meter entfernt der Grenze. Auf den Bildern sieht man, wie die Sprengung von Zäunen trainiert wird. Sie sind denen der israelischen Grenzzäune nachempfunden. Hier haben sie eine israelische Armeebasis nachgebaut, an der sie den Angriff immer wieder üben. Sogar Geiselnahmen werden simuliert. In dieser Übung lernen palästinensische Kämpfer das Fliegen von motorisierten Gleitschirmen. Es sind dieselben Geräte, mit denen die israelische Grenze am 7. Oktober überquert wurde. Wie konnte die Hamas das alles derart offen trainieren, ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Ein ehemaliger Mitarbeiter des Geheimdienstes räumt ein, von diesen Videos gewusst zu haben. Wir haben gesehen, dass die Hamas etwas plante. Sie bauten Modelle, simulierten Angriffe auf jüdische Gemeinden. Sie schienen klare Ziele zu haben und trainierten, um sie zu erreichen. Aber wir redeten uns ein, dass das nicht passieren könne. Dass ein Zaun und eine Mauer ausreichen, damit die Hamas nicht ernsthaft in Erwägung zieht, uns auf diesem Weg anzugreifen. Wenn Sie sagen, es gab all diese Informationen, dann gibt es doch im Geheimdienst sicherlich Menschen, die in der Lage sind, diese entsprechend auszuwerten. Das stimmt. Aber Sie haben die Analysen gemacht und sich geirrt. Das ist eine berufliche Bankrotterklärung. Immer wenn Menschen Informationen verarbeiten, sind Fehler möglich. Da kann man nichts machen. Ich sehe mich zum jetzigen Zeitpunkt außerstande zu sagen, warum sich so viele Menschen geirrt haben. Das muss nach dem Krieg aufgearbeitet werden. Das wird eine schwierige und schmerzvolle Untersuchung. Die Stadt Wadi el-Zaini im südlichen Libanon. Seit der Gründung Israels sind tausende staatenlose Palästinenser hierher geflüchtet. Hier finden die Anschläge des 7. Oktober einen ganz anderen Widerhall. Überall die Flagge der Hamas. Hier wird ein junger Mann gefeiert, der vor 3 Tagen beim Versuch, mit seinem Kommando die Grenze zu überqueren, von der israelischen Armee getötet wurde. Swahib war gerade mal 18 Jahre alt. Für seine Mutter anscheinend nicht nur Grund zur Trauer. Natürlich wird er mir fehlen, das ist völlig klar. Aber ich bereue nicht, dass er sich geopfert hat. Sind Sie stolz darauf, was am 7. Oktober passiert ist? Unser Land ist besetzt und wir wollen es befreien. Wenn wir keine Märtyrer opfern, werden wir das niemals schaffen. Für die Befreiung braucht es unser Blut, unsere Waffen und unseren Widerstand. Friedensgespräche haben uns noch nie genützt. Die Menge skandiert den Namen von Mohammed Deif, der Anführer der Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas und der mutmaßliche Drahtzieher des Angriffs auf Israel. Von ihm existieren nur wenige Fotos und deren Authentizität ist nicht bestätigt. Es könnte seine Stimme und seine Silhouette sein, die die sogenannte Operation 7. Oktober über den Fernsehsender der Hamas verkündete. Wir haben beschlossen, den Verbrechen des Feindes ein Ende zu setzen, auf das er versteht, dass die Zeit gekommen ist, Rechenschaft abzulegen. Wir verkünden die Operation Al-Aqsa-Flut. In den ersten 20 Minuten unseres Angriffs haben wir mehr als 5000 Raketen abgefeuert. Für die Palästinenser ein Held, Staatsfeind Nummer 1 für Israel.
Mohammed Deif soll 57 oder 58 Jahre alt sein. Geboren im Gazastreifen, dort gilt er als Architekt des Tunnelnetzwerks der Hamas. Unter dem Gazastreifen soll sich ein rund 500 Kilometer umfassendes Tunnelsystem befinden, das die Hamas nutzt, um Waren und Waffen zu schmuggeln. Auch die Raketenaufrüstung soll Mohammed Deif organisiert haben. Und er war es, der aus einfachen Hamas-Milizen Terrorkommandos geformt hat. Ist er noch am Leben? Das kann niemand mit Sicherheit sagen, da wir seit langem kein aktuelles Foto von ihm gesehen haben. Er ist ein Phantom. Wahrscheinlich ist der geheimnisvolle Schein um seine Existenz seine beste Lebensversicherung. Von den Geheimagenten Israels wird er unermüdlich gejagt. Mohammed Deif entgeht zahlreichen Tötungsversuchen, wie hier im Jahre 2002 eine Autobombe. Im selben Jahr läuft er, der in Israel auch die Katze mit neuen Leben genannt wird, zufällig vor die Kamera des Korrespondenten von France 2, Charles Anderlin. Auf einmal sagte Talal, mein Kameramann von France 2, das ist Mohammed Deif. Wir wussten, dass die Armee um jeden Preis seinen Kopf will. Und hier läuft er uns maskiert ins Bild. Aus heutiger Sicht hat dieses Interview einen großen Wert, da es eins der wenigen Bilder von ihm ist, wie er aus seinen Tunneln kommt und in Gaza spazieren geht. Schwer bewaffnet beantwortet der Anführer der Qassam-Brigaden die Fragen des Journalisten. Wir, die Kämpfer der Qassam-Brigaden, versichern, dass es keine Verhandlungen geben wird, weder mit Israel noch mit den USA. Jedem Diplomaten sagen wir, es werden keine Zugeständnisse gemacht. Eine Haltung, die in diesem palästinensischen Camp südlich von Beirut mehr denn je gilt. An jeder Straßenecke werden mit Plakaten die Angriffe der Hamas gefeiert. Gespannt verfolgen sie hier täglich Neuigkeiten aus Gaza. Jeder hat dort Familie. Und jede neue Meldung über Getötete bestärkt diese jungen Palästinenser in ihrem Personenkult um Mohammed Deif. Sie sagen, es gibt keine andere Zukunft, als zur Waffe zu greifen. Wir sind alle Anhänger der Männer von Mohammed Deif. Möge Allah uns den Sieg schenken. Und du würdest ihnen gerne beitreten? Es spielt keine Rolle, ob ich will oder nicht. Es ist meine Pflicht. Ich unterstütze die Hamas, komme was wolle, im Guten wie im Schlechten. Was denkst du über die Angriffe vom 7. Oktober? Das ist eine historisch herausragende Operation mit all den Geiseln, die sie nehmen konnten und den Vorstößen, die sie realisiert haben. Das war alles andere als einfach. Auch viele Kader der Hamas halten sich im Libanon auf. An diesem Abend können wir einen von ihnen treffen. Stellt eure Telefone auf Stumm. Für ihn haben die Anschläge vom 7. Oktober nichts mit Terrorismus zu tun. Es sei ein Akt des Widerstandes. Wussten Sie von der Operation? Ich war selbst überrascht. Es war eine streng geheime Operation und nur sehr wenige Leute innerhalb der Hamas wussten Bescheid. Ich bin morgens aufgewacht und schaute auf mein Telefon, gegen 6.30 Uhr, kurz nach dem Angriff. Und ich war überrascht, all die Mitteilungen über Raketen aus Gaza auf Tel Aviv zu sehen. Es wurden viele Zivilisten getötet. Und die Leute in Gaza, sind das keine Menschen? 3.500 Tote. Zählt das etwa nicht? Warum verurteilt das niemand? Wir sind eine Widerstandsbewegung. Israel ist ein Besatzungsland. Unsere Besatzung dauert nun schon 75 Jahre und entzieht uns alle Rechte. Dürfen wir uns nicht dagegen wehren? In jedem Krieg gibt es Tote. Ist es normal, Frauen und Kinder zu töten? Einen Moment. Wie viele Frauen und Kinder haben wir getötet? Nennen Sie mir eine Zahl.
Ein Großteil waren Soldaten. Aber wir haben die Bilder von bewaffneten Kämpfern gesehen, die auf Frauen und Kinder schießen. Das ist falsch. Es gibt keine Bilder. Eine Frau in Israel tritt mit ihrem 18. Lebensjahr in die Armee ein. Das ist obligatorisch. Sie dient in der Armee und wird eine Soldatin. Also reden Sie nicht von Zivilisten. Zivilisten sind Minderjährige unter 18 Jahren. Folgt man der Argumentation des Funktionärs, gilt jeder erwachsene Israeli als legitimes Angriffsziel der Hamas-Kämpfer. In den Händen der Terroristen sind laut Israels Armee 239 Geiseln. Unter ihnen auch Mia Shem, 21 Jahre alt. In einem Propagandavideo, das wir hier nicht zeigen, sieht man die französische Israelin nach einem chirurgischen Eingriff an ihrem Arm. Ihre Geiselnehmer geben vor, sie zu versorgen. Das Video ist das einzige Lebenszeichen, das Mias Mutter erhalten hat. Wir treffen sie zu Hause, dort, wo sie und die Familie jeden Tag auf Neuigkeiten warten. You see, your daughter is alive, but it's hard to watch, but Sie sehen, dass Ihre Tochter noch am Leben ist, aber es ist sehr hart. Ich habe gesehen, dass sie in Gaza war. Habe gesehen, dass sie verletzt war. Ich habe gesehen, dass sie sehr blass und verängstigt war. Ich habe ihre Hilflosigkeit gesehen. Sie ist in den Händen des Feindes, aber sie ist doch nur ein Kind und sie hat niemanden, der ihr hilft, der sich um sie kümmert. Sie ist nur ein Kind. Niemand ist mit ihr, to help her, to take care of her. Das ist der schlimmste Albtraum für eine Mutter. Wie verhandeln mit der Hamas? In Jerusalem treffen wir einen Unterhändler, der es geschafft hat, eine Lösung zu finden für eine der bekanntesten Entführungen. Das ist Abu Allah. Er war Chefunterhändler des Oslo-Abkommens. Das ist, als er Premierminister von Palästina war. Und hier natürlich Mahmoud Abbas. Und hier Yasser Arafat, 3 Monate vor seinem Tod. Doch das Foto, auf das Gershon Baskin besonders stolz ist, wurde 2011 aufgenommen. Es zeigt den israelischen Soldaten Gilad Shalit, der nach 5 Jahren Geiselhaft durch die Hamas freigelassen wurde. Das ist Gilad Shalit. Was bedeutet Gilad Shalit für Sie? Gilad Shalit, ich habe geholfen, ihm das Leben zu retten. Das war 3 Wochen nach seiner Befreiung. Er war so blass und mager, konnte kaum seine Augen öffnen. Und das war 3 Monate später. Sehen Sie den Unterschied? Heute Morgen wurde Gilad Shalit nach 5 Jahren Geiselhaft befreit. Große Emotion sowohl in Jerusalem als auch im Gazastreifen. Im Austausch erreicht die Hamas die Freilassung von mehr als 1000 verurteilten Palästinensern. Einige von ihnen sollen sich jetzt an den Anschlägen des 7. Oktober beteiligt haben. Das Schwierige bei Verhandlungen mit der Hamas ist, dass sie keine Kompromisse machen. Sie haben eine Position. 3 Monate nach der Entführung von Gilad Shalit forderten sie die Freilassung von 1000 Gefangenen. Und das hat sich nie geändert. Sie sind von dieser Zahl niemals abgerückt. Offiziell hat Gershon Baskin dieses Mal mit den Verhandlungen nichts zu tun. Aber er verfolgt aufmerksam all die Hamas-Führer, die im Fadenkreuz Israels stehen. Diejenigen, die bereits getötet wurden, habe ich gelb markiert. Und das Ziel Israels ist, dass am Ende dieses Krieges keiner dieser Leute mehr am Leben ist. Stehen Sie mit jemandem davon in Kontakt? Ja, es gibt da jemanden, mit dem ich mich seit dem 7. Oktober jeden Tag austausche. Ich glaube, ich bin der einzige Israeli, der noch offen mit Leuten der Hamas und gleichzeitig mit israelischen Vertretern spricht. Von den 239 Geiseln sollen bisher 4 freigelassen und eine Soldatin befreit worden sein. Die deutsch-israelische Geisel Shani Luke, gerade mal 22 Jahre alt, wurde von den Terroristen ermordet.
Das Schicksal der Entführten wird weltweit mit Bangen verfolgt. In diesem Video der islamistischen Terrororganisation eine Mutter und ihre Tochter. Zwei Amerikanerinnen, die durch die Vermittlung Katars nach 14 Tagen Gefangenschaft freigelassen wurden. Aber was will die Hamas im Austausch für die Geiseln? Ein Mann, der zumindest einen Teil der Antwort kennt, hat zugestimmt, uns zu treffen. Verabredung in Doha, der Hauptstadt Katars. Die genaue Adresse wird uns erst wenige Minuten vor dem Treffen genannt. Dieser Mann ist einer der Führer des politischen Flügels der Hamas. Wie viele der maßgeblichen Anführer der islamistischen Bewegung hat Abu Masuk sich nach Katar geflüchtet. Vor dem Eingang seines Büros eine Galerie mit Porträts. Männer, die die Hamas als Märtyrer für das palästinensische Volk anpreist. Das ist Scheich Ahmed Yashin. Und das ist Asedin Al-Qassam. Dessen Namen trägt der bewaffnete Arm unserer Bewegung. In einem anderen Leben war Abu Masuk Ingenieur. Hier sieht man ihn Mitte der 90er Jahre in einem amerikanischen Gefängnis. Dort war er 2 Jahre inhaftiert wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung. Heute ist Abu Masuk einer der Anführer der Hamas. Auch wenn er beteuert, nichts von den Vorbereitungen des Angriffs vom 7. Oktober gewusst zu haben, wisse er schon, wie die Verhandlungen ablaufen könnten. Die Zivilisten werden freigelassen, da gibt es keinen Zweifel, denn wir haben kein Interesse, sie zu behalten. Aber was die Soldaten angeht, da werden wir nach dem Krieg verhandeln. Also alle Gefangene, die Soldaten oder Offiziere sind, sind Kriegsgefangene der Hamas. Sie wollen sagen, dass alle französischen Geiseln, die keine Soldaten sind, bald freigelassen werden? Wissen Sie, solange diese Leute uns bekämpfen, tun sie das als Israelis. Und sobald sie gefangen genommen werden, spricht man plötzlich von ihrer wahren Nationalität. Gilad Shalit haben wir aus einem Panzer geholt, der Gaza bombardiert hat. Also, ich habe keine Kenntnis darüber, wie viele von den Soldaten oder Siedler sind, die vielleicht unsere Bürger getötet haben. Und wir brauchen Zeit, um das alles feststellen zu können. Diese Leute haben uns als Israelis bekämpft. Mit ihrer Gefangenschaft werden sie plötzlich zu Franzosen, Amerikanern, Engländern oder zu Deutschen. Was also soll uns das sagen? Ihm zufolge wird Katar wieder eine tragende Rolle in den Verhandlungen spielen. Schon seit Jahren ist die Hamas-Führung in dem kleinen Emirat am Golf mehr als nur zu Besuch. Rückblick. Oktober 2012, Gaza-Stadt. Ein mächtiger Staatschef, der Emir von Katar persönlich, setzt sich über die israelische Blockade hinweg. Empfangen wird der hohe Besuch von Ismail Haniya. Er ist einer der Hamas-Führer im Gazastreifen. Die Hilfen aus Katar sind großzügig. Im November 2018 trifft ein Diplomat aus Katar in Gaza ein. Mit 3 Koffern voller Bargeld. 15 Millionen Dollar, um die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Gaza zu bezahlen. Jeden Monat verteilt das Emirat $100 an die ärmsten Familien. Katar ist einer der größten Geldgeber für den Gazastreifen. Man spricht von rund 1,5 Milliarden Dollar seit 2012. Finanziert das Geld auch den militärischen Flügel der Hamas? Das sind genau die Art Fragen, die Abu Masuk nicht gefallen. Was genau sind die Hilfen Katars? Geld? Waffen? Wie genau helfen Sie der Hamas? Was passt Ihnen nicht an dem Umstand, dass wir Hilfen aus Katar erhalten? Wenn es denn der Fall wäre, warum würde das den Westen stören? Warum stellen Sie so dumme Fragen? Erstens, Katar unterstützt uns weder finanziell noch mit Waffen, denn Katar besitzt gar keine Waffen. Allerdings hilft Katar dem palästinensischen Volk. Katar setzt sich ebenfalls als Vermittler zwischen Israel und der Hamas ein und verhandelt über den Frieden in der Region. Musik
Wir wollen mit einem offiziellen Vertreter der Regierung sprechen. Keiner ist bereit, uns ein Interview zu geben. In einer schriftlichen Stellungnahme des Emirats heißt es, dass nicht ein Dollar in die Taschen der Terroristen des 7. Oktober geflossen sei. Zitat: Die Behauptung, dass Katar die Hamas finanziert, ist Teil einer groß angelegten Desinformationskampagne. Katars Hilfen gehen direkt ans palästinensische Volk. Diese finanzielle Hilfe ist nicht für die Hamas bestimmt. Die Unterstützung der Hamas ist ein sensibles Thema für den reichen Golfstaat, Verbündeter des Westens. Vor allem möchte man hier nicht mit einem anderen Freund der Hamas zusammengebracht werden, dem Iran. Die Islamische Republik ist politische und militärische Stütze der Hamas. Schon seit Jahren beschuldigt Israel den Iran, die terroristische Bewegung mit Waffen zu versorgen. März 2011. Die israelische Armee fängt die Victoria ab. An Bord ein beeindruckendes Arsenal an Waffen. Der Iran bestreitet eine Verwicklung. Benjamin Netanyahu jedoch lässt keinen Zweifel zu. Immer wieder warnt er mit markigen Worten vor dem Iran. Diese Waffen kommen aus dem Iran und waren für eine Terrororganisation in Gaza bestimmt. Dann der 7. Oktober. Seitdem verspricht der israelische Premierminister, die Hamas auszuradieren. Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann. Die Hamas ist wie der IS und wird zerschlagen und eliminiert werden, genauso wie die Welt den IS zerschlagen und eliminiert hat. Seit Wochen gibt es massive Luftangriffe. Die Hamas hat das Leid und den Tod der eigenen Bevölkerung für ihr politisches Ziel in Kauf genommen. Die Zerstörung Israels. Ramallah im Westjordanland. Hier herrscht Wut auf Israel und Frust gegenüber dem Westen. Die Verbrechen der Hamas halten manche für Propaganda. Hören Sie, die Hamas spricht nicht für alle hier. Aber wenn Israel weiter unsere Häuser zerstört, unsere Kinder tötet, was soll passieren in 2-3 Jahren? Was glauben Sie, wird dieses kleine Mädchen im Kopf haben? Glauben Sie, sie wird glücklich sein? Die Palästinenser wollen Frieden. Egal ob mit Hamas, egal mit welcher Partei, wir, unsere Kinder wollen Frieden. Auf den Anhöhen der Stadt, hunderte Flüchtlinge, es sind Arbeiter aus Gaza. Sie hatten die Erlaubnis, jeden Tag die Grenze zu überqueren, um in Israel zu arbeiten. Nidal war Müllmann im Süden des Landes. Wie allen anderen hier wurde ihm seine Arbeitserlaubnis von einem auf den anderen Tag entzogen, ohne dass er in sein Zuhause zurückkehren konnte. Hier schlafe ich. Seit 5 Nächten ist das schon so. Mit seinem Freund Abed teilt er sich eine Matratze. Hör zu, sie bombardieren hier alles. Übers Telefon kommen nie gute Nachrichten. Beide haben Kinder in Gaza. Wenn ich in Gaza wäre, könnte ich wenigstens mit meinen Kindern im Arm sterben. Jeden Tag rufe ich meine Frau an und höre meine Töchter weinen, wegen der Bombardierungen. Ich weiß nicht mehr, was ich ihnen sagen soll. Ich bitte sie, sich zu gedulden und zu beten. Wir träumen von einer Waffenruhe in diesem Krieg, nur um wieder zu unseren Kindern zu gelangen. Warum können sie nicht leben wie alle Kinder auf dieser Welt und zur Schule gehen? New York, 29. Oktober 23. Auch die Vereinten Nationen spaltet der Konflikt. In der UN-Vollversammlung wird eine Resolution verabschiedet, die Israel zu einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Gazastreifen auffordert. 120 Länder stimmten für die Resolution. Und das, obwohl der Text den Hamas-Terror nicht eindeutig benennt. Israel kritisiert das scharf und stimmt dagegen, zusammen mit 13 anderen Ländern. Und Deutschland?
enthält sich, mit Verweis darauf, dass die Resolution nicht ausgewogen sei. In Tel Aviv treffen wir Mitte Oktober einen Oberst der israelischen Armee. Gerade hat Amnesty International mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen Israels untersucht. Ihr entsprechender Bericht ist umstritten. Heute hat Amnesty International von belastenden Beweisen für Kriegsverbrechen der israelischen Armee gesprochen. Was sagen Sie dazu? Sie sprechen von Kriegsverbrechen Israels? Ja. Okay, ich glaube, dass Amnesty International in die falsche Richtung driftet. Sie sollten vorher noch einmal genau prüfen, was bei uns am 7. Oktober passiert ist. Die sprechen von wahllosen Bombardierungen. Von Seiten Israels gibt es nicht eine einzige wahllose Bombardierung. Nach so einem Massaker kann ich nur erstaunt sein, wenn Sie nun zu uns kommen und mir sagen, dass diese Menschenrechtsorganisation sich damit beschäftigt, uns zu kritisieren und zu verurteilen. Das ist doch das, was Sie sagen. Nein, nein, die sprechen von belastenden Beweisen. Belastenden Beweisen für Kriegsverbrechen. Okay, gut. Ich bevorzuge, auf diese Frage nicht zu antworten. Und verbleibe in einer Art der Sprachlosigkeit. Jedenfalls gibt es heute zivile Opfer im Gazastreifen infolge der israelischen Bombardierungen. Alle Toten im Gazastreifen, alle, gehen auf die Hamas zurück. Es ist die Hamas, die uns den Krieg erklärt hat, die Israel bombardiert und Israelis massakriert hat. Die israelische Armee ist eine Antwort auf das Massaker der Hamas. Wir tun alles, ich sage alles, damit es so wenig unschuldige Zivilisten wie möglich trifft. Israelische Luftangriffe haben Gaza in ein Trümmerfeld verwandelt. Die Überlebenden flüchten sich in die Nähe der Krankenhäuser, suchen Zuflucht in Notunterkünften. Unter ihnen Bizan Auda. Die Palästinenserin hat ihr Telefon immer dabei. Diese Leute hier leiden unter der gestrigen Bombardierung. Die meisten haben ihre Häuser verloren, ihre Familie, ihre Angehörigen. Seit dem Beginn des Krieges dokumentiert die 25-Jährige den Alltag in Gaza in den sozialen Netzwerken. Ich kann nicht glauben, dass es wahr ist. Ich verliere den Verstand, ich verliere mein Leben. Bitte tun Sie etwas. Bilder, die nichts damit zu tun haben, was sie zuvor gepostet hat. Bizan noch vor ein paar Wochen, Influencerin, Moderatorin eines Kulturmagazins. Jetzt trifft sie auf Opfer der Luftanschläge, wie auf diesen kleinen Jungen. Euer Haus wurde bombardiert? Ja. Er war alleine mit seinen Großeltern. Sie wollten gerade in die Moschee gehen. Dann ist die Bombe auf ihr Haus gefallen. Ich bin die Nachbarin. Sie sind alle tot. Ich habe ihn geholt und ins Krankenhaus gebracht. Man muss Fotos machen. Man muss alles filmen. Denn das ist das Mindeste, wenn du stirbst, dass zumindest deine Stimme und die der anderen weitergetragen wird. Und die Menschen überall auf der Welt sehen, dass im Gegensatz zu dem, was behauptet wird, wir nicht alle Terroristen sind, die es verdient haben, hier in Gaza zu sterben. Die Menschen in Gaza, sie warten inständig auf Hilfe. Gefangen zwischen der Terrorherrschaft der Hamas und den Angriffen Israels, das gegen die Hamas vorgeht. Es sind Bilder der Verzweiflung. Was der Angriff auf Israel für Deutschland bedeutet, siehst du in einem weiteren Video von uns. Tagesaktuelle Updates zum Nahostkonflikt findest du in der ZDF-Mediathek.